2017, 2019 haben wir eigentlich mal so ein Pilotfestival durch oder zwei Pilotfestivals durchgeführt. Und das ist, wir sind wirklich, es ist auf sehr viel Anklang gestoßen. Wir wurden ermuntert, jetzt das neue Biennal durchzuführen. Also jetzt 21 und dann wieder 23. Ich glaube, das ist ein guter Rhythmus für das, für dieses Festival, für diese Größe. It's always space, and it has already the half of the content, and I'm carrying the half of the content, and then we improvise together, improvise or finding the meeting point in a way with just making sound and not too much but not too little. So I don't bring the sound. The sound is there, but it's kind of potential. And I'm also carrying the potentials in my suitcase. So it's not the sound of nail, sound of wood, or it's when they are together, the sound coming out. That's always sound is, one way is it's wind, air movement, but also when objects and objects meet, there's some sound, so that kind of, and I like this way of thinking because then we don't, we loosen up our identities, kind of. So by meeting someone, like our life, it's by meeting someone, we lose ourselves, kind of. Nicht gemeint, Missverständnis. Zeit, Ort, Person, Missverständnis. War schon da. Wollen, Irrtum, nicht wollen, Verwechslung, der eigentliche, Vertauschung, Unvorhersehbarkeit, Verkürzung. Auch dieses Jahr machen wir da einen Austausch mit der französischen Schweiz. Wir haben diesmal zu Gast das Festival Archipel. Es ist ein Festival in Genf mit ähnlicher Ausrichtung. Und sie haben eine Carte Blanche bekommen. Ja, da werden verschiedene Künstlerinnen aus dem Belgischland, Musikerinnen, es sind über 13 Musikerinnen anwesend und eine Uraufführung von einem Film vom Künstler Albert Oehlen. Er nennt das Yellow Movie mit Live-Vertonung von Norbert Mösland. Natürlich treten alle Künstlerinnen, die hier installiert haben, die meisten treten auch live auf. Das ist so ein Gefäß, dass wir das eigentlich eine Erweiterung der Installationen, dass man die Künstlerinnen auch noch von einer anderen Seite her kennenlernt. J'avais une idée un peu comme ça, un peu folle, de dire j'aimerais faire une installation sonore avec 100 flûtes. On dit en français des flûtes à bec. Et puis de les connecter et de voir ce que ça produit en termes de son. Moi, je suis artiste sonore, j'aime beaucoup créer ce genre de situation un peu expérimentale, comme une expérience. Donc j'ai commencé à mettre des compresseurs avec des flûtes, et puis petit à petit, je suis arrivé à 100 flûtes. Très souvent, il y a cette idée de manipulation, d'interaction, de pouvoir jouer en fait, l'installation et de pouvoir la faire varier, comme un instrument de musique classique, quoi. Moi, je suis venu à Gaïs et pour visiter, quoi. Je connaissais pas du tout la région ni ce lieu avec toutes ces granges. Et puis j'ai visité tous ces endroits avec l'idée de comment je pouvais l'adapter au plus proche possible ici et que ça fasse le plus de sens. On rentre ici, on se dit mais c'est quoi ce son? Donc on est attiré. Donc j'ai essayé de construire suite à mes visites il y a un an, quoi.